Bastelzeit und heute soll es mal um Taster gehen. Ja, ich bin jemand, der immer auf der Suche ist nach großen Tastern. Das heißt also ja, Grobhandtaster, Pilzknöpfe oder ja, Buzzer aus Game-Shows, so kennt man sie. Aber das Beste, was ich bisher finden konnte, war hier so ein Ding. Ja, ist ein Taster, ist rot, man kann ihn drücken, aber naja, so im Verhältnis zu meiner Hand. Der Sting ist noch reichlich klein. Dafür war es relativ günstig, hier die, ich glaube, 2-3 Euro das Stück oder sowas. Wohingegen die richtig großen, professionellen Grobhandtaster halt locker irgendwie über 50 Euro das Stück kosten, was mir dann doch zu viel war. Ja, bei einem letzten Einkauf ist mir da was über den Weg gelaufen. Wird beworben als Game Buzzer Battery. Ich gehe nicht davon aus, dass es wirklich qualitativ sonderlich gut ist, aber versuchen kann man es mal. Preis war irgendwo so um die 8, 9 Euro. Ja, gucken wir einfach mal, vielleicht haben wir Glück und wir kriegen was Ordentliches. Gekommen ist das hier. Okay, gut und schlecht. Gut schon mal, die Größe, die ist ordentlich. Also hier kann man schon richtig schön draufhauen, das sieht ganz gut aus. Aber, naja, es ist halt Plastik. Man sieht eventuell, auf der Kamera wird man es wahrscheinlich nicht sehen, aber hier sind überall schon Kratzer drin. Es ist also ein relativ weiches Plastik, hat das den Versand nicht so gut überlebt. Und auch sonst, wenn wir hier mal von der Seite gucken, das lässt sich sehr einfach reinbiegen. Also das ist auch ein sehr dünnes Plastik. Ja, ansonsten, außenrum haben wir soweit erstmal nichts. Vorne haben wir ein großes weißes X. Wir haben hier oben den großen Buzzer und wenn wir hier schon mal durchgucken, der hat anscheinend da mehrere Führungspins oder sowas. Das heißt also auch, wenn man auf der Seite drückt, geht es halbwegs runter. Ist nicht so schön wie die professionellen, aber es geht. Und auf der Unterseite haben wir ein Batteriefach. Ja, wenn wir ein Batteriefach haben, dann hauen wir da auch mal ein paar Batterien rein. 2x AA, 1,5 Volt. Dann probieren wir das doch einfach mal. Und was kriegen wir? Zack, zack. Und wenn wir jetzt drücken. Okay. Bisschen leiser. Hat sich hier vorne auch irgendwas getan? Ich meine, das. Nö. Nix. Und was man eventuell auch hört, wenn ich loslasse, wird es lauter. Ja, anscheinend sitzt der Lautsprecher unter dem Buzzer und wenn man gedrückt hält, hält man den zu. Ja, qualitativ meh, aber hey, das ist ein großer roter Knopf, den kann man bestimmt irgendwie recyceln. Oder natürlich, wir sind ja bei der Bitbastlei, erstmal auseinanderbauen, mal gucken, was da drin ist. Denn ja, ich meine mich zu entsinnen, dass das hier vorne noch leuchten sollte, was es hier nicht tut. Von unten 4 Schrauben. Suchen wir mal einen Schraubendreher und gucken mal ins Innere. Ja, ich war das nicht hier, was hier lose rumfliegt. Da ist ein Kabel ab und hier sind LEDs, also es hätte leuchten sollen, wenn das Kabel dran wäre. Naja, löten ist also genauso gut wie das Plastik hier. Ansonsten, wir sehen also hier unten das Batteriefach mit entsprechend 2 Kabeln. Wir haben hier ein Board mit den LEDs und 2 Widerständen. Mehr ist nichts drauf. Außerdem die wunderbare Bezeichnung Timebong. Okay, gut. Im Deckel dann hier unseren Lautsprecher, der sehr interessant mit dem Lötkolben einfach da reingeschmolzen wurde, wie es aussieht. Okay, wie gesagt, sitzt unter dem Buzzer hier und wir haben hier eine Hauptplatine und ja, irgendwie wette ich ja schon, dass da, keine Ahnung, Blob eventuell oder irgendein 8-Pinner. Das heißt also, ja, was können wir sonst noch? Eventuell 1, 2 Transistoren. Sonst dürfte da eigentlich nichts drauf sein. Schauen wir einfach mal. Trommelwirbel. Was versteckt sich auf der anderen Seite? Und, okay. Wir haben unseren 8-Pinner. Wir haben einen Transistor, wie es aussieht.
Der Sound ist direkt hier unten drüber. Okay, und dann haben wir diesen schwer zu übersehenden Riesentaster hier, der dann tatsächlich hier von dem Ding in der Mitte runtergedrückt wird. Die drei Poller außenrum, die sind hier mit so einer Schraube und einer Unterlegscheibe und drücken sich raus. Von der anderen Seite wird da eine Feder drin sitzen, um das Ganze nach oben zu machen. Und ja, ist keine so schlechte Konstruktion. Ich würde sagen, wir nehmen uns mal die Platinen und einen Lötkolben, um das Ding hier wieder zu fixen. Gucken uns an, was wir da haben und fixen vor allen Dingen mal die Dinge, die kaputt sind. Ach ja, Hackability. Sollten wir uns eventuell auch noch anschauen, ne? Und jetzt nochmal mit dem Kabel wieder festgelötet. Gucken wir mal, leuchten die LEDs jetzt? Ja, okay, hell. Machen wir mal gerade hier vorne das Frontding rein. Das ist im Übrigen interessanterweise mehrere Teile. Wir haben ein schwarzes Plastik außenrum, was von der Vorderseite aber in dunkelblau anscheinend angemalt wurde. Und dann haben wir hier dieses weiße Plastik, was wahrscheinlich so zumindest ein bisschen transparent ist. Jedenfalls danach zu urteilen, dass die LEDs dahinter sind. Also machen wir das Ding nochmal hier zusammen. Wie geht das? Das ist einfach reingeklippt hier, wie es aussieht. Und leuchtet es jetzt? Ja, tut's. Das ist doch schon mal deutlich besser. Gucken wir noch auf den Strom, denn die LEDs sehen mir wirklich sehr hell aus, selbst für 4 Stück, was denn da so fließt. Und ja, 791 Millivolt über einen 10,1 Ohm Widerstand. Das heißt, hier fließen durch die zwei LEDs etwa 80 Milliampere, also 40 Milliampere pro LED wird hier durchgetrieben. Ha, ich weiß ja nicht. Also ich meine, es sind größere LEDs. Sie werden es wahrscheinlich abkönnen, dadurch, dass es auch immer nur kürzere Abstände sind. Aber ich glaube, die Lebensdauer wird da auch eher überschaubar sein. Naja. Und auch nochmal gerade Gegencheck. Wenn ich mit der Stromzange arbeite, komme ich auf 151 mA für die 4. Also Pi mal Daumen, die Richtung, die ich gesagt habe, stimmt offenbar. Dann gucken wir uns wie üblich hier die Platinen mal an. Ich habe die wie immer hier ein bisschen vorbereitet, dass wir da schnell alles sehen können. Das hier ist jetzt erstmal die LED-Platine. Die ist schnell abgehandelt. Wir haben hier das Kabel, was für Plus reinkommt. Das geht auf alle 4 LEDs, jeweils auf den Pluspol. Überraschung. Und beim Minuspol kommt ebenfalls ein Kabel rein. Das geht hier über 2 Widerstände, jeder von den Widerständen 10 Ohm und jeder Widerstand versorgt 2 LEDs, das heißt also ja, immer 2, die hier parallel hängen und der Rest geht dann hier über die einzelnen Widerstände. Ansonsten nicht viel zu sehen, den Namen hatten wir eben ja schon, das hier ist nämlich die Timebong, immer noch. Auf der Hauptplatine wird das schon ein bisschen voller, also probieren wir uns mal. Wir kommen erstmal hier rein. Das ist unser positiver Pol von der Batterie. Der kommt hier rein, geht erstmal direkt Richtung LED. Das ist also nicht geschaltet, ist direkt durchverbunden. Ansonsten haben wir noch einen kleinen Stützkondensator hier, der ein bisschen glättet. Und von da aus geht es auf den Mikrocontroller hier. Wenn auch auf einen sehr seltsamen Pin. Hier ist Pin 1. Ja, okay, interessantes Layout. Und wo das Ganze noch hingeht, das ist hier auf unseren Schalter oder Taster ist es ja. Das heißt, ein Pol davon hängt direkt auf Plus, heißt, der zieht gegen Positiv. Dann machen wir auch direkt von hier aus weiter. Wir haben hier unten unseren Ausgang vom Schalter. Das heißt, hier sitzt dieser Schalter oder Taster da dazwischen und der geht direkt auf 2 Pins von diesem ja, wahrscheinlich Mikrocontroller. Das heißt, der hier wird intern einen Pulldown haben gegen Ground, um entsprechend sein Level da zu halten. Speaking of Minus, den Minus haben wir hier. Der geht auch wieder in den Stützkondensator und von da, wer hätte es erwartet, auf ein Kabel in Richtung vom Batteriefach. Außerdem hängt der Minus noch hier oben dran. Das ist ein kleiner Transistor J3Y, ist ein S8050. Bipolartransistor NPN, 20 Volt, 700 mA. Der Minuspol dabei hier am Emitter. Der Kollektor, der hängt hier wieder an einem Kabel. Das ist der Minuspol von den LEDs. Das heißt, hier diesen Transistor nutzen wir, um die LEDs ein- und auszuschalten. Und die Basis, die geht hier hinten rüber über einen 1 Kiloohm Widerstand unter dem Schalter durch hier auf einen Pin vom Mikrocontroller. Das heißt, der steuert dann hier entsprechend den Transistor an. Klassische Beschaltung, um da
entsprechend die LEDs ja in hier dem Fall nur leuchten zu lassen. Man könnte es aber auch durchaus blinken lassen, dimmen, whatever man möchte. Und damit bleiben dann auch nur noch zwei kleine Dinge, und zwar unsere beiden Käbelchen PW1 und PW2, die zu unserem Lautsprecher gehen. So, die, ihr seht es ja, hängen direkt hier unten am Mikrocontroller dran, an diesen beiden Pins. Finde ich ein bisschen interessant, denn ich hätte eigentlich gedacht, dass so ein Lautsprecher schon ein bisschen mehr Milliampere zieht und man da auch einen Transistor haben möchte. Gerade weil die LEDs ja auch einen haben. Das heißt also, der Mikrocontroller selber, ich vermute, es ist wie gesagt einer, ich weiß es nicht hundertprozentig, gibt keine Beschriftung. Aber die haben meistens ein Limit, wie viel sie schalten können. Und für LEDs reicht es nicht, für einen Lautsprecher reicht es aber, das kommt mir ein bisschen seltsam vor. Na gut, mehr haben wir hier nicht drauf. Also nicht viel, was hier dann dafür sorgt, dass das läuft. Ja, Programm wird auch simpel gehalten sein. Der Mikrocontroller läuft wahrscheinlich die ganze Zeit. Er hängt ja direkt hier an Ground und VCC dran. Und sobald die beiden Pins hier, die intern gegen Ground gehalten werden, durch den Taster hier hochgezogen werden auf VCC oder VDD hier, dann reagiert er intern, schaltet einmal den hier auf High, was die LEDs einschaltet, und wird dann irgendeine intern abgespeicherte Waveform wahrscheinlich hier auf diesen beiden Pins ausgeben. Ich bin mir nicht ganz sicher, wieso dann zwei. Normalerweise hätte einer gereicht. Aber gut, vielleicht, dass er den abwechselnd irgendwie ansteuert, um da die Polarität noch umzustellen. Ja, kann man machen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass irgendwie ein spezieller Sound-IC hier zum Einsatz kommt. Wie gesagt, wird ein normaler Mikrocontroller sein. Ja, und wie sieht es mit der Hackability aus? Naja, also an den Mikrocontroller werden wir wahrscheinlich nicht wirklich rankommen. Es steht, wie gesagt, nichts drauf. Das Pinout sagt mir jetzt auch nichts. Und selbst wenn, hier ist nicht wirklich was an freien Pins, wo man noch irgendwie ein ISP oder sowas vermuten könnte. Irgendein UART oder irgendwas, womit man neue Software draufladen kann. Das heißt, den können wir wahrscheinlich draußen lassen, wenn wir da hacken wollen. Aber ansonsten, es ist ja nicht viel dabei. Die Boxen können wir im Prinzip auch an irgendeine Schaltung von uns direkt anklemmen. Wobei ich wirklich empfehlen würde, da noch irgendwas dazwischen zu machen, was dann ansteuert. Den Taster selber ist halt schade, dass er gegen VCC geht. Aber im Prinzip, was man machen könnte, wäre einfach ja, auf beide hier, auf den und auf den Punkt Ground draufgeben. Und dann entsprechend hier standardmäßig seinen Pulldown rausziehen. An der Stelle kann man ja sehr einfach ein Kabel anlöten. Hat man den Taster abgefragt. Man kann entsprechend hier oder hier unten ein Kabel anlöten und dann einen High-Pegel draufgeben, um die LEDs ein- und auszuschalten. Das funktioniert ja dann weiterhin. Müsste natürlich hier das Kabel von den LEDs abmachen und dann entsprechend direkt an die Stromversorgung hängen. Und ja, mehr haben wir ja nicht. Wie gesagt, die beiden hier, der Taster und das hier, kann man so, denke ich, relativ einfach an irgendeinen Mikrocontroller wie einen Arduino oder ESP8266, STM32, whatever, einfach irgendwo dranhängen. Und man kann hier das dicke Gehäuse zumindest weiterverwenden, den Buzzer weiterverwenden und dann gegebenenfalls hier eigene Sounds einspielen oder das Ding sogar mit WLAN irgendwie zu einem Multiplayer-Spiel ausweiten. Ist eine Menge möglich, ne? Und noch ein kurzer Blick auf die beiden Pins, die hier zum Lautsprecher gehen. Wenn wir da drauf gucken, wir sehen hier sowohl 1 als auch 2 gehen nicht wirklich unter 0. Ein paar Spitzen, aber das wird vom Schalten sein, Induktivität oder sowas. Das heißt also, die schalten beide abwechselnd wohl in irgendwelchen Mustern hin und her. Ich gehe mal davon aus, da ist dann intern im Mikrocontroller eine Waveform gespeichert. Irgendwas in die Richtung, was dann diesen, ja, nicht wunderschönen, aber verfügbaren Ton abspielt. Okay. Insgesamt im Übrigen 236 mA, die er aus der Batterie rausgezogen hat. Ja, okay. Abzüglich LEDs. Das ist doch schon ein bisschen Strom, was dann wahrscheinlich da im Lautsprecher verschwindet. Und das einfach nur per GPIO ohne irgendwelche Transistoren. Ja, naja. Tja, also Fazit. Also prinzipiell, es funktioniert. Man kann es mit Sicherheit irgendwie für Spiele benutzen. Dafür klappt es offensichtlich. Hackability ist auch bedingt gegeben. Man kann es ein bisschen umbauen und dann den Button und das Licht halt noch nutzen. Allerdings, 8 Euro ist schon ein ziemlicher Preis für so ein billiges Plastik, was man hier halt hat.
Wenn es ein bisschen dicker gewesen wäre, ein bisschen haltbarer, wäre es für mich okay gewesen. Hier so würde ich sagen, Preis und Leistung. Für mich stimmt das nicht so ganz. Aber hey, ich wollte es ja ausprobieren, dafür habe ich ihn mir geholt. Weiß jetzt entsprechend, dass ich mir wahrscheinlich keine mehr davon holen werde und stattdessen dann weiter mit den kleineren arbeiten werde. Aber hey, es ist ein Knopf, er wird wahrscheinlich funktionieren und irgendwo werde ich auch mit Sicherheit für den eine entsprechende Verwendung finden. Und da wird er dann hoffentlich auch, obwohl es halt ein bisschen wackelig ist, längere Zeit das tun, was er soll.